Ich hoffe, es läuft. Pro Connection. Ja, das sehe ich auch. Okay, läuft. Läuft ganz gut. Sehr schön. Hi, einen wunderschönen guten Abend an alle geilen Kaffeebohnen, Kaffee. Wo ist meine Kamera auch da? Ich gucke jedes Mal woanders hin. Das ist irgendwie immer ganz komisch beim Telefon. Ach ja. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, habe ich gestern nicht gestreamt. Und das hatte, was, Emotes? Ja, du mich auch. Ja, und zwar habe ich gestern nicht gestreamt, weil ich heute auf dem Weg nach Brunsbüttel war. Mittlerweile bin ich angekommen, vor gut einer Stunde. Im Hotel wollte ich eigentlich 19 Uhr sein. Ich war zum Glück 18 Uhr und glaube 35 oder so war ich im Hotel gewesen. Ja. Hat dann zum Schluss noch ganz gut gepasst, weil zu Anfang, wo ich bei mir auf der Autobahn bin, auf der A38 bei mir Richtung Göttingen, sind vier Baustellen und einmal stand ich im Stau. Als allererstes gleich. Noch nicht mal eine halbe Stunde gefahren. Stau, bums. Und mir gedacht, scheiße, das geht doch jetzt schon mal wieder gut los. Naja, aber ich muss sagen, kurioserweise, es ging. Und vor allen Dingen zum Sonntag. Mega, mega voll auf der A7. Das war ja zum Brechen. Echt zum Kotzen. Wir sind irgendwie Ferien, ist Urlaubszeit oder keine Ahnung. Ganz kurios. Oh nee, aber ich habe es geschafft. Ich bin durchgefahren, meine 5 Stunden. Ja, es waren knappe 5 Stunden, glaube ich. Ja, dann bin ich los. Kurz nach 2:30 bin ich losgefahren. Jo, 6:30 war ich da. Also, kannst du dir ausrechnen. Es reicht auch. Es reicht verdammt nochmal auch. Ich habe mir jetzt gerade noch einen Kaffee geholt. Ich habe gerade noch einen Kaffee getrunken bei McDonald's. Ist ja hier gleich um die Ecke zum Glück. Und das Gute ist, abends habe ich es immer gut. Ich gehe, wenn ich nach links abbiege aus dem Hotel, 20 Meter bin ich beim Italiener. Und wenn ich rechts abbiege, 10 Meter bin ich im Pub. Also besser kannst du es nicht haben. Und vor allen Dingen gleich direkt am Nordostseekanal. Also sehr schön. So muss das sein. So muss das sein. Ja, wie gesagt, ich habe gestern halt nicht gestreamt, weil ich halt heute fit sein wollte für die Fahrerei. Weil hätte ich gestern Abend bis 11 Uhr, 12 Uhr gestreamt, das wäre, glaube ich, heute nicht gut gegangen, die Fahrerei. Aber sei es drum, wir haben es geschafft. Ja, ich bin da, die Sonne scheint mal wieder. Also der Hälfte der Fahrt war es bewölkt, kurioserweise. Fand ich jetzt erstmal so nicht schlecht, weil es waren immerhin noch 27 Grad. Ja, also apropos Wetter, was ist mit dem Wetter los, ey? Kann man das mal einer sagen? Die letzten 2-3 Wochen, das war ja sowas von brütend heiß und kein einziger Regentropfen. Bis auf, wann hat es geregnet? Ich glaube am Donnerstag. Kann das sein? Donnerstag oder Freitag kam dann endlich mal Regen. Ich glaube Freitag war es, genau, Freitag. Genau, Freitag habe ich mich ja noch auf Arbeit fahren lassen und habe dann das Firmenfahrzeug mitgenommen und bin jetzt heute direkt von zu Hause gestartet. Weil das hilft mir, weil da muss ich nicht eher raus, nicht eher los, weil sonst muss ich ja hin und her fahren und das ist großer Quark. Ja, und die Anbindung auf der Autobahn ist ja bei mir 5 Minuten Fahrzeit, bin ich bei mir von mir zu Hause auf der Autobahn. Ja, dann könnte ich gleich durchziehen. Tank ist leer, ich muss morgen erstmal tanken fahren. Der Diesel ist alle, der AdBlue ist alle, ich muss noch AdBlue tanken, oh Gott. Aber es hat noch ganz gut gehalten. Ja, ich wollte eigentlich Crip gucken jetzt, aber naja, okay, ich habe es mir einprogrammiert zum Glück. Ich gucke es dann am Wochenende dann zu Hause, wenn ich wieder Freitag, ne, mal sehen, wie ich Freitag nach Hause komme. Ich bin echt mal gespannt, wie ich Freitag nach Hause komme, weil gerade von hier oben bis zu mir nach Hause, boah, das wird, glaube ich, das wären 6 Stunden. Also wenn ich bei Zeiten losfahre, wenn es so klappt und wir auf der Baustelle so fertig werden, wie wir denken am Donnerstag, könnte ich ja theoretisch frühest nach dem Frühstück aus dem Hotel losfahren. Ja, und dann wäre ich dann, wenn alles gut geht, 13, 14 Uhr zurück. Da schauen wir mal, wie es so wird. Ich werde nachher erstmal noch, oder beziehungsweise gleich, das soll jetzt nur noch mal eine kurze Info sein, ich lebe noch, ja, mich gibt es noch. Habe ich ja hier in dem Feed gepostet, warum, wieso, weshalb. Und habe ich ja auch bei Twitter gepostet, genau. Und ich werde diese Woche
Muss ich mir mal einen Tag aussuchen, wie ich Lust und Laune habe. Erstmal die Baustelle anlaufen lassen. Erstmal gucken, wie warm es hier oben überhaupt wird. Also ich habe mal geguckt, es soll nicht allzu warm werden. So im Schnitt 25 Grad oder so. Also ein bisschen kühler als Norddeutschland, sage ich mal. Also Mitteldeutschland. Weil hier oben an der Küste ist es ja immer ein bisschen kühler. Ich sag Brunsbüttel, Nordostseekanal. Wenn ich jetzt, ich glaube, wenn ich 10 Minuten, Viertelstunde laufe, bin ich, glaube ich, am Nordostseekanal gleich. Da, wo ich das letzte Mal war. Beim letzten Mal war es ja, wann war das, vor 2 Jahren? Vor 2 oder 4 Jahren, glaube ich, war ich dort. Und da war so beschissenes Wetter, ich habe mich aber nicht davon abhalten lassen. Das hat gestürmt, das fing an zu regnen, das war mir dann aber auch scheißegal. Aber wie es auch gestürmt hat, du bist ja wirklich nur so 45 Grad gelaufen. Das war nicht wirklich so die pralle Pracht. Aber naja, was macht man nicht, um ein Schiffchen zu gucken, oder? Einfach ins offene Meer gucken. Das hat schon was. Ja, wie gesagt, jetzt ist Sonnenschein. Werde ich die Tage nochmal hingucken. Und vielleicht nehme ich euch da mit, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, muss ich mal sehen. Ansonsten kommt wieder so ein IRL-Stream hier aus dem Hotel raus. Ja, das Video werde ich jetzt wahrscheinlich auch auf YouTube hochladen, genau. Damit man überhaupt wieder was bei YouTube hochgeladen ist. Und ja, Grüße gehen auch an die YouTube-Zuschauer, die da nicht so oft von mir hören und sehen mehr dort. Weil das hat ja ein bisschen Beweggründe. Die Vlogs, ob ich die so weitermachen kann, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, durch das neue Datenschutzgesetz ist es ja ein bisschen schwieriger geworden. Naja, was soll's. Ja. Genau, wir haben es jetzt gemacht. Grippe ist vorbei. Ich war mir noch einen Kaffee holen vorhin, wie gesagt. Und jetzt werde ich erstmal gleich nochmal in die Badewanne hüpfen. Und dann geht es nachher dann ins Bettchen schlummern. Und morgen früh erst einmal wach mehr. Habe ich mir. Ja, doch, einen Wecker habe ich eingepackt. Ja, doch, okay. Weil das Problem ist, bei meiner Wecker, ich brauche immer übelst laute Wecker, weil die höre ich mittlerweile nicht mehr. Weil ich brauche irgendwelche Pieps-Wecker ohne Ende. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja die Alexa und mit der komme ich ganz gut klar. Ich sage immer abends, was ich will. Ich sage zu der immer, ja, stell mir einen Wecker auf dann und dann mit den und den Radiosender. Klappt ganz gut, muss ich sagen. Klappt ganz gut. Ja, sei es drum. Aber ich bin mal froh, jetzt mal wieder rauszukommen. Ich war jetzt dieses Jahr, bin ich ja jetzt erst das zweite Mal auf Dienstreise. Ja, genau. Bin ich erst das zweite Mal auf Dienstreise dieses Jahr. Aber die Zeit ist ja noch. Wir haben ja noch ein halbes Jahr noch offen. Da kann noch viel passieren. Also die nächsten 2 Wochen bin ich sowieso unterwegs. Also die Woche, nächste Woche bin ich unterwegs. Dann ist eine Woche Pause. Dann bin ich wieder eine Woche unterwegs. Und dann ist nochmal 4 Wochen NRW. Aber da weiß ich halt nicht, wer da alles so fahren soll. Entweder fahre ich eine Woche, 2 Wochen. Ja, mal gucken, wie es der Chef einteilt, muss sein, weiß ich noch nicht. Aber das tat mir ganz gut, mal wieder rauszufahren, vor allen Dingen so eine Strecke. Also wo ich dann auf der A23 war, Richtung hier Brunsbüttel hoch, war das dann weniger mit dem Verkehr. Fand ich auch ganz gut. Weil die A7, das war zum Kotzen. Mega, mega voll, Baustellen ohne Ende. Gerade was zwischen Göttingen und Seesen ist, oder beziehungsweise zwischen Göttingen und Hannover. Da sind ja gefühlte 10 Millionen Baustellen und glaube gefühlte 3 Trillionen Kilometer lang. Also mal fährst du mit 60, mal fährst du mit 80 und ey, das ist nicht schön, das ist absolut nicht schön. Und vor allen Dingen, wenn du dann weißt, okay, 19 Uhr möchtest du da sein, du hast noch 20 Minuten Puffer, die Zeit geht immer hoch und geht wieder runter, je nachdem, wie du fährst oder wie du fahren kannst, sagen wir mal so, weil du hast ja auch ein Teilstück auf der A7, wo du nur 120 fahren kannst, weil das ist da irgendwie Video überwacht und keine Ahnung, man weiß es nicht, ob sie da irgendwie deine Geschwindigkeit ermitteln können über Wegzeitverfahren, weiß ich nicht. Die können ja mit Sicherheit dein Kennzeichen da aufnehmen und dann kriegst du wahrscheinlich die Knöllchen. Ich habe ja schon meinen Blitzer weg. Aber das war zum Feierabend in meinem privaten Fahrzeug und hat es mit einem Ping im Naja, egal. Ist halt so. Es kommen Nachrichten. Oh Gott, ich kann es nicht sehen. Bundesagentur für Migration und. Nee, kann ich nicht sehen. Egal.
Ja, na, wie gesagt, ich bin angekommen. Das ist die Hauptsache. Jetzt lasse ich den Abend ruhig ausklingen mit einer schönen Dusche. Und mal gucken, ob ich, weiß ich noch nicht, ob ich morgen mal nochmal live komme. Da werde ich dann mal so ein Internetpass mir holen, weil ich jetzt nicht weiß, wie stark das Hotel WLAN ist. Muss ich nochmal gucken. Ja, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Und kommendes Wochenende werden wir dann, ja, mal gucken, ob. Ich weiß noch nicht, weil privat bin ich dann wahrscheinlich schon verplant. Muss ich mal gucken, ob ich Freitag live komme. Weiß ich noch nicht, wie fit ich bin. Oder ob ich halt Samstag oder halt einen Sonntagstream mache. Weiß ich noch nicht. Ich lege mich da noch nicht fest. Guckt einfach in den Kanalfeed und bei Twitter vorbei. Wie gesagt, ich habe ja versprochen, dass ich da ein bisschen mehr reinschreibe bei Twitter. Wir haben ja auch. Ich habe ja auch den Tag. Wann war das gewesen? Boah, war das. Wann war das? Am Mittwoch? War das am Mittwoch? Am Dienstag oder Mittwoch war es, glaube ich, gewesen. Genau. Da hat ja Bethesda gestreamt. Da haben sie ja da die Minute Trailer gezeigt von Fallout 76. Also. Es sind viele Spekulationen um das Spiel. Die einen sagen, es wird ein reiner Online-MMO. Weiß schon, Gedöns. Oder halt ein Singleplayer-Spiel, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen am 11. Juni, glaube ich, war es, wenn der E3 ist. Da kommen dann mehr Details zum Vorschein. Und ja, das werde ich dann auf jeden Fall gucken. Ob ich es hosten kann, weiß ich noch nicht, muss ich mal sehen. Am 11. Was ist denn das für ein Tag, der 11.? Weißt du das eh noch? Was ist das für ein Datum? Warte mal, ich muss mal gucken hier, hoffentlich rutscht das Telefon nicht runter. Der 11. Was ist denn der 11. für ein Datum? Der 11. Boah, Firmentelefon, mal gucken, wo der Kalender ist. Hier. Der 11. ist ein Montag. Der 11. ist ein Montag. Bin ich da? Nee, das ist, glaube ich, die Woche, wo ich noch zu Hause bin. Also ganz normaler Werkstattdienst. Ja. Was? Eis? Ein Eis? Der Eisbär eben? Ach du Scheiße. Oh Gott. Naja, wir wollen es nicht sehen. Alter, der ist auch mutig. Durch das kleine Fenster krabbelt so ein riesen Eis. Okay, naja, ist ja egal. Gut, Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Kurze 13 Minuten. Ja. Aber naja, was soll's. Gut, Freunde, ich bedanke mich, ich bin wieder weg. Sonst ist mein Datenvolumen gleich wieder weg. Wie gesagt, ich versuche mal die Tage nochmal live zu gehen. Mit dem Stream Pass, mal sehen. Ja, schauen wir mal. Also, gehabt euch wohl, eure Tasse Schwarzkaffee verabschiedet sich jetzt in den Sonntagabend. Die Sonne scheint noch. Ich hoffe, es wird nicht so warm die Woche. Blatt Wetter kommt, soll es nicht so warm werden. Ist auch ganz gut, weil ich stehe mit schwarzen Arbeitsklamotten draußen am Schiffssteiger und schwitzt mir einen ab. Also so war es bisher immer gewesen, wo ich hier oben war. Ich war immer gleich früh das erste Mal durch. Dann während des Prüfens nicht mehr. Naja, ist ja egal. Was, Rock? Was ist Rock im Park oder Rock am Ring? Keine Ahnung, was das ist. Weiß ich gar nicht. Ne, ist auch egal. Schlammschlacht, wie immer. Gut, ich bin dann mal weg. Ich verabschiede mich, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns die Tage oder spätestens kommendes Wochenende beim neuen Livestream. Da werde ich dann mal wieder ein bisschen die alten Spiele rausgraben, wo ich mal wieder angefangen hatte, oder damals angefangen hatte zu spielen. Ja, also, ihr wisst Bescheid. Macht's gut, Freunde. Wir sehen uns die Tage oder halt im kommenden Livestream am Wochenende. Genau. Genau, das lade ich jetzt noch bei YouTube hoch. Könnt ihr nochmal nachgucken. Ich muss es erstmal runterladen, weil. Oder vielleicht kriege ich es auch so übers Handy. Nee, stopp. Das geht noch einfacher. Das geht noch einfacher, indem ich es übe. Da muss ich meinen Laptop nochmal aufbauen. Mich einloggen und dann kann ich es ja direkt zu YouTube exportieren. Ist ja keine Musik im Hintergrund zum Glück. Hahaha, geh mal. Ihr könnt mich mal. Ja, gut, Freunde. Ich bin jetzt weg. Jetzt sind es wirklich 15 Minuten oder 2 Minuten sinnlos, du bist Zeug gelabert, aber naja, was soll's. Also,
Wie gesagt, ihr könnt nochmal die VOD gucken, falls derjenige das jetzt verpasst hat. Ja. Ihr wisst Bescheid. Ich bin raus. Eure Tasse Schwarzkaffee wünscht euch einen wunderschönen guten Abend. Und wir sehen uns die Tage. Also macht's gut. Ciao, ciao. Wo ist der Stopp-Knopf? Endpodcast. Jawohl.